Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist bei mir heute die Shakebox eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser riesengroßen Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box wird mir kostenlos zur Verfügung gestellt von boxpalast.de. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für diese großartige Kooperation, denn so kann ich nicht nur hier auf meinem Kanal jeweils eine Box auspacken, sondern auch eine Box an einen von euch verlosen. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Dann nimmst du dann einfach an der Verlosung teil und mit ganz viel Glück kannst du auch eine Box gewinnen und die kommt dann direkt zu dir nach Hause. Und ja, ich freue mich da immer drüber, weil ich finde es schön, wenn ich die Sachen zugeschickt bekomme, testen kann, zeigen kann, reviewen kann und so weiter. Noch besser finde ich es aber, wenn ich auch was zurückgeben kann und halt an euch etwas verlosen darf, ne? Das finde ich immer super schön. Genau. Ja, wie ich diesen Augenlook geschminkt habe oder den Look an sich, da habe ich ein komplettes Video zugedreht, zusammen mit der Palette hier von Too Faced, ne? Das kommt auch noch online oder ist schon online. Ich glaube, es kommt noch online. Ja, es kommt wahrscheinlich noch online. Ich habe 2 Stunden gedreht. Das muss noch erstmal geschnitten werden. Genau, ja. Und die Shapebox beinhaltet sowohl Beauty- als auch Wellness-Produkte und halt auch teilweise so ein bisschen Sportartikel oder Me-Time-Artikel, so ein bisschen, dass man fitter im Leben ist. Das ist ganz cool, finde ich. Ich hatte damals immer so ein bisschen mit Skepsis diese Boxen betrachtet, weil ich dachte, nicht, dass sie da ein Laufband oder eine Hantel reinpacken. Also ich hatte tatsächlich schon mal ein Springseil drin, ja, aber das war schon das Heftigste. Ansonsten ist es halt wirklich einfach nur auf die Gesundheit ausgelegt und das finde ich sehr, sehr gut, denn ich bin schon gerne auf der Couch und esse mit Chips, aber es ist auch mal ganz cool, wenn man ein bisschen auf sich achtet, denn man hat nur diesen einen Körper, der Körper ist ein Tempel, wie das halt so ist, ne? Genau, also zusammen mit der Box, die bei mir eintrifft, bekomme ich auch immer so einen schönen Flyer und da steht drauf, liebe Claudia, viel Spaß beim Auspacken der neuen Shapebox rund um das Thema Regeneration mit Hilfe von Yoga und Wellness. Liebe Grüße, Maria vom Shapebox-Team. Sehr, sehr interessant. Yoga habe ich noch nie gemacht. Wellness versuche ich zu machen, soweit es geht. Also ich benutze gerne Masken. Ich lasse mir wirklich Zeit im Bad. Jetzt nicht, dass ich stundenlang unter der Dusche stehe. So jetzt nicht, ne? Aber dass ich halt Körperpflege betreibe, dass ich mich eincreme, dass ich mir einfach Zeit nehme. Also ich bin da jetzt nicht abgehetzt und sage, Mensch, da musst du jetzt aber sauschnell durchrasen und so. Nee, also da nehme ich mir Zeit, leg da schön mein Handy hin, lass YouTube nebenher laufen und gönn mir die Zeit. Und das ist für mich Wellness, weil wir haben hier ja keine Badewanne. Wir haben oben in der Mietwohnung eine, wo ich jetzt aktuell aber leider nicht rein kann aufgrund von Bau. aber es ist nun mal so, dass man sich versuchen sollte, immer wieder so ein bisschen Zeit für sich und für Pflege zu nehmen und für Liebe zu sich selbst. Das hört sich total komisch an. Wir öffnen die Box, weil ich verrenne mich in Worten, oder? Pure Balance steht hier unten drauf und die Shapebox ist eine der größten Boxen, die es so auf dem Markt gibt. Ich würde sagen, es ist die größte Box. Ja, doch. Ich glaube, die ist sogar noch größer als die Barbara Box. Und ich würde sagen, wir machen mal auf. Riesengroßer Deckel. Du hast bei der Shapebox immer dieses grüne Seidenpapier drin und wir riechen mal dran. Das hat was. Es hat was Natürliches. Es hat aber auch was nach Papier zu riechen. Jo. Wir öffnen den Klebi und hier haben wir schon so ein meditatives Mandala. Ich hab's zerrissen. So, hier haben wir den ersten Blick in die Box. Es ist wirklich prall gefüllt mit dem Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da haben wir auch Pure Balance vorne drauf stehen und eine Frau, die sich verrenken kann. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Ja, müsste ich auch mal hinkriegen, wa? Was haben wir denn alle vorne? So, und diesen Mini-Inhalator hatte ich, glaube ich, in der Brigitte oder in der Barbara-Box schon drin. Habe ihn aber noch nicht ausgetestet. Das ist ein Produkt von Höhle der Löwen. Das schaue ich auch immer ganz gerne und da ist jetzt so ein Clip für die Nase, wo du hier so ein Gedöns drin hast und das schiebst du dir halt zwischen die beiden Nasenlöcher rein und hast dann quasi deine 10 Minuten Entspannung pro Tag.
Keine Ahnung. Habe ich noch nicht getestet, muss ich aber noch. Das ist mit Lavendel, Mandarine und Melisse. Lavendel beruhigt ja, dementsprechend passt das auch wohl ganz gut. Bis zu 3 Wochen verwendbar. Ich hatte das auch bei mir auf dem Tisch liegen tatsächlich, oder auf dem Esstisch war das eigentlich, wo ich am Videoschneiden war. Und dann hat mein Freund das auch in der Hand und sagte, das ist schon ein bisschen eklig, oder? Ich weiß es nicht. Ich muss es noch testen. Wenn man das halt 3 Wochen lang jeden Tag 10 Minuten verwendet, dann, nee, warte. 1 bis 2 Stunden täglich. Okay, ja, nicht nur 10 Minuten. Gut. Könnte man sich theoretisch dann so in die Nase reinmachen, wenn ich gerade wirklich eine Stunde im Bad bin oder so. Da kann ich mir das vorstellen. Aber jetzt so 1 bis 2 Stunden einfach nur auf der Couch liegen, da bin ich viel zu wuselig für. So, hier gibt es noch so einen 20% Rabatt. Aspura Clip Fresh Mini Inhalator, also das gleiche wie der hier. Und der ist jetzt irgendwie gegen Kopfschmerzen, Migräne und Übelkeit. Oh, das kann ich gut gebrauchen. Und das andere haben wir ja hier. Das ist quasi dann zur Entspannung. Und hier haben wir auch den gegen, das finde ich aber gut. Das ist der Fresh. Einfach wieder durchatmen. Pfefferminze und Zitrone und Limette ist da der die Duftrichtung. Also das ist dann wirklich dafür da, wenn du eine verstopfte Nase hast. Das finde ich dann wiederum schon wieder praktisch, aber wenn ich eine verstopfte Nase habe und diese ganzen Viren und Bakterien 3 Wochen lang das benutzen, sehe ich eher kritisch, aber mal gucken. So, dann haben wir hier etwas drin. Das ist meins. Alverde Coffee Scrub Körper Peeling. Ja, 120 Gramm sind hier enthalten. Ich liebe Kaffee. Ich hatte das ein oder andere Kaffee-Peeling jetzt schon verwendet, wo ich dachte, puh, da rieche ich aber echt gerade nach Biomüll. Da waren aber auch noch andere Stoffe mit dabei. Und das scheint lose zu sein. Mhm. Jetzt nicht hier alles rausschmeißen. Okay, es ist noch komplett verschlossen. Ja, das ist aber in Pulverform hier drin. Ach, so ein Trockenscrub finde ich immer so, das weiß ich nicht, wie ich das finde. Deswegen lasse ich das auch erstmal zu. Riechst du nichts durch, aber ja, das sollst du dann wahrscheinlich einfach unter der Dusche auf feuchte Haut anwenden. Mit 100%ig natürlichen Inhaltsstoffen, jo. Mit natürlichem Kaffee und Meersalz. Salzpeeling ist auch immer so eine Sache, weil meine Haut da schnell von trocken wird. Dann sind da auch Bio-Kokosöl und Mandelöl mit drin, ja. Und es ist vegan und alles Mögliche und ja, ne, wird auf jeden Fall mal getestet. Hier habe ich etwas drin, das finde ich interessant. Ich dachte erst, es wäre von Rotkäppchen, aber das ist noch was anderes. Von Rabenhorst Wohlfühlen mit Eisen für die Blutbildung und den Energiestoffwechsel. Das ist ein, ja, so ein Meerfruchtsaft. Das ist für mich persönlich richtig gut, denn ich habe einen Eisenmangel. Und da kann ich sowas sehr, sehr gut gebrauchen und ja, ne? Das werde ich mir auf jeden Fall mal gönnen. Das sind 125 Milliliter enthalten. Du hast da Vitamin C mit dabei und das soll nach helle Traube, Himbeere, Kirsche und Hibiskusblüte schmecken. Das ist natürlich ganz cool. Das gefällt mir, das ist ein schönes Produkt und das kann ich jetzt auch mal antesten. Das werde ich dann über den Abend verteilt trinken. Denn als ich das letzte Mal so einen kompletten Rotkäppchen mal getrunken hatte, hatte ich doch ein bisschen Bauchweh danach. Also das sollte man wirklich dann schlückchenweise trinken und nicht alles auf einmal. Oh, das riecht richtig himmlisch geil. Mm. Ja, das schmeckt richtig gut. Oh, lecker. Das ist richtig klasse. Habe ich tatsächlich auch schon von Die Höhle der Löwen ein Washi. Und zwar ist das die Pink Edition. Das heißt, das hier ist extra zum Abschminken. Wir haben auch schon diese Baby-Edition ja mal gesehen. Wir haben auch schon mal die weiße Edition gesehen. Ich glaube, von der weißen Edition habe ich 20 Stück oder so mittlerweile. Ich habe mir die immer wieder gekauft, weil ich stehe drauf. Und das hier ist die pinke Edition. Das heißt, der ist flauschiger. Ne? Den habe ich auch in Anwendung. Da habe ich ein Stück auch mal tatsächlich in der Box mit drin gehabt. Finde ich richtig toll. Und ja, hier hast du halt einen Washi drin, der auf der einen Seite pink ist. Und auf der anderen Seite ist der halt weiß. Und der ist deutlich flauschiger und nimmt halt wirklich schön auch das Make-up runter, reißt jetzt nicht irgendwie die Wimpern aus oder so. Ich wasche den tatsächlich auch. Ich verwende den aber meistens nicht nur mit Wasser, sondern auch mit einem entsprechenden Abschminkprodukt. Ne? Also, dass ich halt, wenn ich mein ganzes Gesicht heute Abend zum Beispiel abschminke, nehme ich mir auch ein Washi oder ich nehme mir halt so ein etwas größeres Tuch. Da hatte ich auch schon das ein oder andere Mal getestet und euch auch gezeigt. Und ja. Das gefällt mir dann einfach auch sehr gut. Besser als wenn ich halt meine Norville-Abschminkpads nehme, die ja immer wiederverwendbar sind. Ne? Aber solche Produkte kommen bei mir tatsächlich sowohl in die Waschmaschine als auch in den Trockner. Manche sagen, ah, wenn du es in den Trockner machst, dann machst du die Mikrofaserstruktur davon leider kaputt. Naja, ich benutze es halt ja zusammen mit Abschminkzeug. Ne? Und das gefällt mir ganz gut. Jo. Deswegen freue ich mich drüber, dass das drin ist. Dann habe ich noch ein Backup, beziehungsweise ein weiteres, was ich halt mitverwende. So.
Regulat Pro Slim Beauty Gewichtsreduktion. Ah, das will ich jetzt am liebsten fast gar nicht in die Kamera halten, denn ich mag solche Produkte überhaupt nicht. Ich mag keine Abnehmprodukte, ich finde sie furchtbar. Ich wurde sogar mal von einer Firma angeschrieben, ob ich nicht solche Produkte mal testen möchte. Da habe ich geschrieben, nee Leute, ich möchte hier nichts mit Abnehm-Shakes und hast du nicht gesehen, in die Kamera halten. Und da wurde mir voll patzig zurückgeschrieben, das machst du ja nicht für dich, sondern für deine Abonnenten. Und dann habe ich mir gedacht, nein, im letzten Schritt würde ich das ja für die Firma machen, um die zu promoten. Ich kriege gerade schon wieder so einen Hals. Ich mag das gar nicht. Ne? Also so Abnehmsachen. Ich sage immer zu den Leuten, gesunde Ernährung und Sport ist das, was euch hilft. Aber solche Abnehmviecher, das finde ich immer grenzwertig. Nein, mag ich nicht. Oh cool, das ist No Makeup Multipurpose Hydrating Cream, your key to beautiful skin, dein Schlüssel zu makelloser Haut, 50 ml. Ich packe ja aktuell auch Adventskalender und sowas, ist großartig. Für viele von mir aus der Familie, haben sehr, sehr sensible Haut, also ich weiß auch, woher ich es habe, dementsprechend, ne? Kommt sowas auf jeden Fall in einen der Adventskalender mit rein, das finde ich super. Freut mich gerade voll. Hatte ich nämlich schon ein zweites Mal jetzt, ne? Das hatte ich schon mal woanders in der Box mit drin. Multipurpose Hydrating Cream, genau das gleiche, was eben auch drauf steht. Es ist jetzt sehr, sehr schlicht vom Design her. Es ist eine Tube. Tuben finde ich persönlich immer schöner als Tiegel. Auch wenn Tiegel schöner aussehen, ist das definitiv praktischer. Mittlerweile habe ich zwar keine Gelnägel mehr. Ich meine, guck dir mal an, wie wunderschön das ist. Ich habe da so Herzchen drauf gemacht. Ne? Ah, Claudia hat manchmal so ein bisschen... Manchmal haben sie mir dann doch irgendwie hast mich verpasst. Okay, auf jeden Fall ist das eine gute Geschichte für jemanden, der halt sensible Haut hat. Und da freue ich mich drauf und drüber, dass ich das auch weiter verschenken kann. Schön. So, sehr cool. Taoasis Lavendel Aroma Kosmetik. Das ist hier dieses Produkt. 100% Naturduft haben wir hier drin. Und das ist eine Aromapflege, die nimmst du für die Massage. Lavendel beruhigt ja bekanntermaßen. Es ist Bio, es sind 10 ml und ja, finde ich ganz interessant. Aus kontrolliertem Bioanbau, auch das sehr, sehr interessant. Ja, ne? Zur Massage. Kann man mal gut gebrauchen. Meine Herren, es geht hier immer weiter. Sehr, sehr cool. Soft and Gentle, 0% Aluminium, ein Antitranspirant. Ich hatte das tatsächlich auch schon mal in Boxen drin, habe aber das, was ich da hatte, schon weitergegeben an Freunde und Familie, weil die akut sowas gebraucht hatten. Und da sage ich dann auch nicht nein. Und jetzt habe ich halt wieder eins da. 24 Stunden Schutz. Ich habe jetzt aktuell ein anderes in Anwendung. Das heißt, das wird dann noch ein bisschen warten. Ich habe gesagt, ich möchte gerne darauf verzichten, dass ich diese Aluminium-Sprühflaschen verwende. Und jetzt habe ich aktuell eins aus Glas. Und danach kann ich dann dieses hier verwenden, diesen Roller. Finde ich sehr, sehr interessant. Es riecht auch sehr angenehm. Also sehr, 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 sehr. Es ist ja auch antitranspirant mit Care. Also finde ich sehr schön, sehr cool. Ein bisschen was haben wir hier noch drin. Von Yves Rocher Brume Parfumé. Das ist ein Körper- und Haar- Spray in dem Sinne, das quasi, oder Parfüm ist es ja viel mehr, ne? Hier haben wir enthalten 100 ml und das hier ist jetzt mit Mango und Koriander. Okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt gerne einen Obstsalat in meinen Haaren haben. Da habe ich tatsächlich andere, die ich jetzt gerne verwende. Wobei das auch angenehm riecht, also da braucht man sich jetzt nicht beschweren, aber ja, ist jetzt nicht unbedingt was, was ich jetzt so gerne verwenden werde. Es geht auf jeden Fall noch weiter. Oh, das finde ich jetzt klasse. Von Three Bears, das Porridge, genau richtig, dreierlei Beere, kernig und mit 32% Frucht. Das kann ich sehr gut für die Arbeit nehmen, denn du machst es dir einfach ganz normal mit Wasser oder Milch, was du vorher in der Mikrowelle gemacht hast. Und das geht dann rucki zuck, hast dann schnelles und leckeres Mittagessen oder Frühstück. Es hält auch wirklich lange satt und dementsprechend mag ich sowas sehr gerne, weil ansonsten nasche ich mich dann die ganze Zeit durch mein Arbeitsleben, das muss auch nicht sein. Genau, und ja, fertig ist dein Sattmacher-Frühstück. Ja, nicht nur als Frühstück, sondern tatsächlich auch als Mittagessen. Ich mag sowas ganz gerne. Ich habe sowas bei mir immer in meiner Zauberschublade drin. Ich habe eine ganze Schublade voll mit Fressen. Also die Leute fallen auch immer wieder hinten über, wenn die sehen, was da alles drin ist. Aber ne, wird ja auch gegessen. Und ja, freut mich. Kann ich dann demnächst mit zur Arbeit nehmen. Sprich Montag, übermorgen. Ei, hier ist noch einiges drin, Leute. Dann habe ich hier noch einen Tee mit drin und zwar von Mesmer plus Magnesium. Auch das sehr, sehr gut, weil wir ja gerade oben am Machen sind. Da ist Magnesium auch nicht verkehrt. Ein Früchtetee mit Magnesium und Apfelaroma. Apfel ist auch mal ganz erfrischend, ganz lecker. Das ist eine neue Sorte, steht jedenfalls so drauf. Und ja,
Wird wahrscheinlich einfach nach Apfel schmecken. Freue ich mich aber drüber, finde ich toll. Da hast du dann halt auch einfach mal etwas, so ein Getränk, wo du ein bisschen was halt auch an Geschmack mit drin hast. Ich mache mir sowas auch im Sommer vor allem ganz gerne in der großen Teekanne, koche das dann quasi auf und trinke jetzt dann einfach kalt. Ne? Im Winter kann ich mir das einfach auch so trinken, aber ja, doch warmer Apfel schmeckt auch ganz lecker, ne? Kann ich mir ganz gut vorstellen. Magnesium trägt zur normalen Muskelfunktion bei, jo, ne? Läuft, lecker. So, das vorletzte Produkt, was ich hier rausziehe, ist, ich denke von der Shapebox selber, so ein Igelball. Richtig geil. Ich hatte letztens irgendwie so einen ganz, weiß ich nicht, eingeklemmten Nerv in der Schulter. Meine Kollegin hat mich dann zurechtgebogen und mir ihren Igelball gegeben tatsächlich. So was haben wir auf der Arbeit, ja. Und da habe ich mich dann auch mit massiert und wie auch immer. Und jetzt habe ich meinen eigenen Igelball. Oder vielleicht kriegt Sammy den, man weiß es nicht, ne? Sowas nehmen Hunde ja auch immer ganz gerne. Aber ja, finde ich cool. Das ist ein schöner, fester Massageball. Da kann man gut mit massiert werden. Finde ich klasse. Sowas kannst du immer gut gebrauchen. Und sowas gehört auch echt in die Shapebox mit rein. Finde ich cool. So, und hier habe ich das letzte Produkt. Das ist so ein Täschchen. Da steht drauf www.hess-klangkonzerte.de. Was ist das? Eine Klangschale oder was? Ach, du ahnst es nicht. Okay, ja, wir sind ja beim Thema Yoga, ne? Da darfst du ja nicht drüber schmunzeln. Also, hier ist ein... Oder? Wie geht das? Weiß ich nicht. Wie macht man das? Also, ich habe hier so eine Metallschale und einen Holzstab. Okay, 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 krass. Ich stell's hier auf den Tisch. Und das chillt mich jetzt vielleicht. Ja. Okay, ich fühle mich jetzt tiefenentspannt. Do more of what makes you happy. Mach mehr, was dich glücklich macht. Das ist hier so ein Flyer, der mit dabei liegt. Das ist sehr, sehr wichtig. Liebevolle Erinnerung. Denk auch mal an dich. Schlägel sanft die Mini-Travel-Zen-Klangschale von außen mit dem Schlägel an. Und lass dich durch den klaren Ton zentrieren und erinnern, dass du wertvoll bist. Okay, der Gedanke dahinter, den finde ich richtig klasse. Das gefällt mir. Aber so eine Klangschale hilft mir nicht dabei. Bitte beachte, diese kleine Klangschale zerbricht schnell, wenn sie auf einen harten Untergrund fällt. Oh, das wusste ich gar nicht. Mhm. Okay, wahrscheinlich, weil die halt so unter Spannung steht, ne? Und ich muss von außen dran. Ich habe jetzt gerade von innen. Okay, ja. Ne? Also das mache ich dann in Ruhe mal. Aber man kann damit mit diesen Schlängeln dran dengeln. Okay, dann steht hier Folge deiner Inspiration. Auch das finde ich sehr, sehr schön von der Idee her. Das stimmt. Ohne dem Folgen der Inspiration säße ich nicht hier, würde ich nicht den Job ausüben, den ich ausübe und wäre nicht so glücklich in meinem Leben, wie ich es bin. Hier ist ein 10-Euro-Gutschein ab einem Bestellwert von 80 Euro mit dem Gutscheincode BrigitteBox im Warenkorb des Shops www.hess-klangkonzerte.de und ja, da kannst du dann quasi dich mal inspirieren lassen, durch den Shop stöbern und schauen, ob es dort vielleicht etwas gibt, was dir sonst noch so gefällt. Und ja, du, diese kleine Klangschale, ich finde es ganz niedlich, auch von der Idee her und auf jeden Fall doch eine coole Geschichte. Ja. Das war ein ziemlich abwechslungsreicher und cooler Inhalt. Wir hatten jetzt nicht so die dekorative Kosmetik mit dabei. Das war letztes Mal sehr intensiv vertreten. Wahrscheinlich haben die dann deswegen dieses Mal etwas weniger reingepackt. Dafür haben wir ordentlich Pflege hier hinter uns stehen, hinter mir. Und auch ziemlich viele coole, so, ja, Lifestyle-Produkte, ne? Also das finde ich an der Shapebox echt geil. Die ist echt abwechslungsreich. Du hast da sehr, sehr unterschiedliche Produkte drin. Ich glaube, ich muss meiner Schwägerin da auch mal einen kleinen Tipp geben, denn die fragte mich letztens nach genau so einer Box. Die werde ich ihr empfehlen, denn das passt zu ihr. Ja, ne? Hat mir gefallen. Ich bin begeistert. Ich blende hier den Gesamtwert der Produkte ein. Der ist erfahrungsgemäß ziemlich hoch. Und ja, mir hat die Box gefallen. Definitiv. Du kannst eine Box in diesem Video gewinnen. Alles dafür steht unten in der Infobox, wie eben schon erwähnt. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da mega, mega, mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!